إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Schwester im Islam, ich hatte hier in dieser Woche einmal abends nach dem Tarawih-Gebet oder nachts über die Annahme des Islams von Hamza bin Abdul Muttalib und Umar al-Khattab radiallahu anhuma gesprochen. Und dass das so ein riesengroßer Sieg für die Muslime gewesen ist und ein riesiger Fortschritt. Als Umar al-Khattab den Islam angenommen hat, das erste, was er gemacht hat, war, dass er zu Abu Jahl gegangen ist, dem schlimmsten Feind des Islams, und hat an der Tür geklopft und hat gesagt, ich wollte nur sagen, dass ich den Islam angenommen habe. Um ihm direkt Bescheid zu sagen, jetzt weht ein anderer Wind. Dann ist Umar al-Khattab, ja, hat dann direkt den ersten gesucht, ja, der am schnellsten die Botschaften überbringt. Hat gefragt, wer ist der sozusagen der Größte, der am schnellsten plappert, Geschichten erzählt, die weitergibt? Ein gewisser Jamil, und hat ihm gesagt, Jamil, ich wollte dir nur sagen, weil Umar al-Khattab war bekannt als jemand, der extrem bärenstark war, einen riesengroßen, war ein gefürchteter Mann, auch wenn er nicht von einem starken Stamm gewesen ist, aber als Kämpfer. Ja. Und dann hat er zu dem Jamil gesagt, Jamil, ich wollte nur sagen, ich habe den Islam angenommen. Dieser Jamil, ja, der war so schockiert, der ist direkt aufgesprungen, der hat noch sein Untergewand bald vergessen, ist direkt losgelaufen zur Kaaba und hat geschrien. Dann sind alle Leute auf einmal los und wollten ihn schlagen. Hat er sich mit ihnen stundenlang geschlagen, bis die Sonne über den Köpfen stand. Ganz Mekka wusste Bescheid und dadurch ist der Islam in jedes Haus gekommen. Plötzlich haben sich viele getraut, weil jetzt waren plötzlich innerhalb von 3 Tagen, weil 3 Tage vorher hat Hamza bin Abdul Muttalib den Islam angenommen, haben sich alle getraut, sich zu outen, den Islam zu zeigen. Und der Islam hat sich überall verbreitet, sodass dann Ibn Mas'ud gesagt hat, ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. Wir sind stark geblieben, seit Umar radiallahu anhu den Islam angenommen hat. Wir konnten nicht an der Kaaba beten. Also es konnten nur einige an der Kaaba beten. Ibn Mas'ud war eher von den schwächeren Muslimen gewesen. Ja, das heißt, von der körperlichen Stärke und vom Stamm her. Ja, der Prophet a.s.w. hat an der Kaaba gebeten. Aber er sagt, wir konnten nicht an der Kaaba beten. Und als Umar al-Khattab den Islam angenommen hat, hat er sie bekämpft, bis er an der Kaaba gebetet hat. Und dann haben wir mit ihm an der Kaaba gebetet. Das heißt, es wehte jetzt ein anderer Wind. Und die Botschaft des Islams hat sich stark verbreitet. Und er sagt, wir sind stark geblieben. Aber was heißt das, dieses stark geblieben? Heißt das stark geblieben, dass man danach nicht bekämpft wurde? Weil das ist das, was einige Leute fälschlicherweise verstehen. Aber wenn wir uns die Geschichte genau angucken, dann merken wir, was Ibn Mas'ud unter stark bleiben, unter mächtig bleiben versteht. Was ist passiert? Nachdem und das sagt Ibn Hajar al-Asqalani, einer der größten Gelehrten des Islams. Er sagt, nachdem und das war das 6. Jahr jetzt, wann hat Umar al-Islam angenommen? Im Dhul-Hijjah vom 6. Jahr. Das heißt, der 12. Monat vom 6. Jahr, nachdem der Prophet a.s.w. gesandt wurde. Umar und Hamza nehmen den Islam an. Boah, was für eine Stärkung. Ibn Hajar sagt, nachdem Umar und Hamza den Islam angenommen haben und nachdem
die Muslime nach Abessinien ausgewandert sind, die hatten da ein neues Standbein in Habascha, in Abessinien, das heißt in Äthiopien heute, die haben die Mushrikun Sorge bekommen über die schnelle Verbreitung des Islams und haben etwas geplant. Jetzt kehren wir zurück. Warum lernen wir diese Geschichte? Wir lernen die Geschichte, das heißt die Vergangenheit, als Lehre für die Zukunft. Das heißt, liebe Geschwister im Islam, wenn wir in einer Situation sind, wo der Islam stärker wird, was wird notwendigerweise passieren? Es wird notwendigerweise passieren, dass sich die Feinde des Islams zusammensetzen und versuchen, den Islam zu bekämpfen, versuchen, neue Mittel zu erfinden, Medienhetze etc. und so weiter. Das ist ganz normal und das müssen wir verstehen. Brüder und Schwestern, das wird immer wieder erzählt, der Islam wird bekämpft, ja, weil der und der Muslim das, den Fehler gemacht hat. Ja, es stimmt, es gibt Muslime, die Fehler machen. Aber in erster Linie, wenn der Islam bekämpft wird, liegt es an etwas anderem. Woran liegt es? Es liegt daran, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 43, Vers 77 und 78 sagt. Er redet dort über die Leute, die in der Hölle sind und hört genau zu. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Und sie rufen in der Hölle. O Malik, wer ist Malik? Der Hüter der Hölle, der nicht lächelt, den der Prophet a.s.w. bei Isra wal Miraj gesehen hat. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Ja, bitte deinen Herrn, dass er uns vernichtet. Sie wollen tot sein. Ja, besser tot als in der Hölle. Ja? Und das, was wird dann gesagt? قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Ihr werdet bleiben. Warum? لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ولكن اكثركم للحق كارهون Wir sind schon zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das ist ein Zeugnis, dass diejenigen, die in die Hölle gehen, dass das Problem von ihnen ist, dass sie die Wahrheit hassen. Es ist nicht das Problem, ja, wir sind nicht mit der Wahrheit gekommen oder die Wahrheit ist verfälscht zu euch gekommen, sondern dass sie die Wahrheit hassen. Und das siehst du, du redest gegen Terrorismus. Danach versuchen sie, deine Worte umzureden. Du redest darüber, die Jugendlichen, die sollen nicht kriminell sein. Sie versuchen danach, deine Worte umzureden. Das heißt, sie hassen die Wahrheit. Ach, ich glaube es mir und ich habe selber gemerkt. Glaub es mir. Bruder, wenn ich einen Vortrag mache gegen Terrorismus oder gegen Jugendkriminalität, da flippen die noch mehr aus als vorher. Das regt die noch mehr auf, als wenn du, was weiß ich, da nicht drüber redest. Es ist so. Das heißt, das ist der Hauptgrund, warum sie den Islam bekämpfen. Und sie werden ihn bekämpfen. Und das müssen wir realisieren. Das ist damals passiert, als der Islam stärker wurde. Und das passiert heute. Was sagen sie heute? Die Zahl der strenggläubigen Muslime, sie nennen das anders, sie haben einen anderen Begriff dafür erfunden, kennt ihr schon, hat sich innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren verdreifacht. Was heißt das? Das heißt, wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Und sie sind dabei. Ja, sie sind dabei, sie versuchen, die Menschen zu spalten und so weiter und so fort. Und wir müssen realisieren, dass das eine notwendige Begleiterscheinung der Dauer ist. Und das hat der Prophet a.s.w. den Sahabern von der ersten Sekunde beigebracht, damit sie nicht einbrechen, wenn der Schlag kommt. Aber heutzutage haben wir Leute, die den Islam predigen, die den Muslimen genau das Gegenteil erzählen. Die den Muslimen erzählen, wenn wir den Islam richtig praktizieren werden, dann werden die uns in Ruhe lassen, werden uns lieb haben. Allah sagt im Koran, in Surah 8, Vers 36, das ist der Koran, in الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Nicht um vom falschen Islam abzuhalten, um vom Weg Allahs abzuhalten. Und sie werden es ausgeben. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Dann wird es für sie eine Schmach sein, ein Gram sein. Und dann? Und dann werden sie besiegt sein. Dieser Weg ist so. Allah sagt im Koran, in Surah 2, Vers 217, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Sie werden nicht aufhören, dich zu bekämpfen, bis sie euch, sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von der Religion wegbekommen haben, wenn sie es können. Das müssen wir realisieren und das ist der Weg des Propheten. War einer besser als der Prophet, a.s.w.?
Ach, heute 10 Leute, weil wir keine Weisheit haben, werden wir bekämpft. Ach, der Prophet a.s. ist bekämpft worden. Ibrahim a.s., der ist ins Feuer geschmissen worden. Musa a.s., die Folge der Kinder, die Söhne von den Anhängern sind getötet worden. Sind wir besser als die? Natürlich nicht. Also, das ist der Weg. Und das müssen wir realisieren. Und was ist danach passiert, liebe Geschwister im Islam? Was ist danach passiert? Nachdem Umar al-Khattab, nachdem diese Stärkung des Islams kam, kam ein Versuch von Utba ibn Rabia. Utba ibn Rabia war einer der Führer der Quraysh, einer der großen Leute dort. Und er ist zum Propheten a.s. gegangen und glaubt es mir, genau derselbe Stil findet man heute. Glaub es mir, man wird heute so zu Predigern gehen. Man wird heute so zu Verbänden gehen, zu Vorständen gehen. Ja? Und was sagen sie zu ihm? Inna kame, ya ibn Achi, oh mein Cousin, innaka minna haifukat alimt min asifati fil ashira wal makan fil nasab. Das heißt sozusagen, oh mein Cousin, du weißt, du hast ja eine große Stellung bei uns in dem Stamm und so weiter, ja? Aber, jetzt hör mal zu, jetzt hör dir die Worte an, was Utba ibn Rabia zum Propheten a.s. dazu sagt. Hör mal zu, hör das an. Wa innaka ataita qawmaka bi amrin azim. Aber du bist zu deinem Volk, ja, zu der Gesellschaft gekommen mit einer gewaltigen Angelegenheit. Mit Islam. Was hat er damit gemacht? Faraqta bihi jama'atahum. Du hast damit ihre Gemeinschaft gespalten. Ach, das ist genau das, was sie letztes Jahr in der Süddeutschen Zeitung über mich geschrieben haben. Er spaltet die Gesellschaft. Was sie über die Dawa sagen, das war jetzt nur ich als Beispiel. Du hast die Gesellschaft gespalten. Genau das verrückte Jama'atahum. Was safahta ahlama. Und du hast sozusagen ihre Träume, beziehungsweise ihren Lebensweg, ja, als dumm angezeigt, als falsch. Wa ibta'aliyatahum wa dinahum. Und du hast Mangel gefunden oder bemängelt ihre Religion und ihre Götter. Wa kafarta man madda minhum min abahim. Und du hast diejenigen von den Vorvätern, die von ihnen gestorben sind, hast gesagt, dass die auf der falschen Religion gewesen sind. Oh, kommen dir die Worte bekannt vor? Ach, das ist genau das, was wir heute hören. Und das ist genau das, was er nicht will. Guck mal, er sagt nicht jetzt zu ihm, jetzt kommt er mit dem Angebot, jetzt danach kommt er mit dem Angebot. Aber er sagt nicht zu ihm, gib deine Religion auf und bete Hubel an. Er sagt nicht zu ihm, höre, was weiß ich, sage, dass du kein Prophet bist. Er will nur, dass er aufhört, an ihren Göttern rumzukratzen. Er will, dass er aufhört, die Menschen zu seiner Religion öffentlich einzuladen. Das ist der Punkt. Dann sagt er, wenn du gekommen bist mit dieser Angelegenheit, um Geld zu wollen, in kunta turidu bi malin jama'na laka min amwalina hatta takuna akthara min malin. Das heißt, wenn du mit dieser Sache gekommen bist, um Geld zu bekommen, wir sammeln alle unser Geld, bis du der Reichste bist von uns. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِشَرَفٍ Und wenn du dadurch Ehre willst, سَوَتْنَاكَ عَلَيْنَا هَتَّ لَا نَقْتَ عَمْرًا دُونَكَ Und wenn du gerne eine Position haben willst, ja, wir machen dich zum Herrn über uns, sodass wir keine Angelegenheit beschließen können ohne deine Erlaubnis. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِمُلْكٍ Wenn du Königreich haben willst, wir machen dich zum König über uns. Aber lass es. Guck mal, kannst du alles haben, aber lass diese öffentliche Botschaft. Guck mal, das Angebot. Und jetzt kommt so eine kleine Beleidigung am Rande. وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيكَ رِئًا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْفَعُ عَنْكَ تَلَبْنَا لَكَ تِبْءُ كَمَا قَالَ Das heißt, und wenn das, was zu dir kommt, ein Djinn ist, ja, dann suchen wir einen Arzt für dich. Jetzt, guck mal, er kommt mit diesem Angebot zum Propheten. Erstmal, was sehen wir? Ich habe gesagt, erstmal, wenn der Islam fortschreitet, wird er weiter bekämpft. Zweite Sache, sie machen Angebote. Glaub es mir, heute genau dasselbe. Ja, guck mal, lasst ein bisschen, dass ihr gegen uns redet, aber dafür geben wir euch dieses und jenes. Dafür könnt ihr dann hier und da und da und da etwas machen. Glaub es mir, Bruder, ich weiß ganz genau. Guck mal, ich erzähle euch eine Geschichte, die ist jetzt passiert in der Nähe von Frankfurt. Da kommen die Behörden zu einem Bruder, der macht das Koranprojekt dort. Ja? Da sagen sie zu ihm, guck mal, sagen sie zu ihm, das, was du machst und so, wir geben dir einen kleinen Raum, da kannst du dann mit 80 Mann
drin sitzen und dann kannst du so unter dich, so und könnt ihr unter euch Unterricht machen. Da sagt der Bruder, jedes Wochenende, wenn wir draußen stehen, verteilen wir 500 Korane und reden bestimmt mit 1000 Menschen. Bruder, ich habe ja nur einen Nachteil davon, wenn ich... Und dann, was fangen sie dann an? Sagen dann nicht, ja, nee, wir wollen das nicht. Guck mal, der würde ja blöd sein von den Behörden, wenn er ihm sagen würde, dieses Projekt ist doch besser für euch, als in der Halle zu, als in der, was erzählt, als in diesem kleinen Raum zu sitzen. Was sagt er ihm? Ja, aber ihr schadet dem Islam dadurch. Ihr schadet dem, als wenn das den interessieren würde, ob der dem Islam schadet. Als wenn das den, aber Brüder, ihr lacht. Ach, darauf sind einige Muslime reingefallen. Glaub es mir, wisst ihr, bei wie vielen Moscheen die waren? Wisst ihr, bei wie vielen Predigern die waren? Darauf sind einige reingefallen. Da kommt der Verfassungsschutz und erzählt denen, ja, das schadet dem Islam. Und dann glauben die das denen, ja, die wollen bestimmt was Gutes von uns. Hier, guck, wir gehen zurück zu Utba ibn Rabia. Brüder, ich sage euch, lernt die Vergangenheit, dann kennt ihr die Zukunft. In den meisten Fällen. Das heißt, es hat nichts mit Elmul Reib zu tun, sondern Allah lehrt uns das, dass wir aus der Geschichte für die Zukunft lernen. Weil die Geschichte wiederholt sich meistens immer. Guck, da kommen die mit dem Vorwurf, er sagt, ja, guck mal, du hast eigentlich schlechtes Wort, du hast die Leute getrennt, Probleme gebracht und so weiter. So. Jetzt, was sagt der Prophet, a.s.w. zu ihm? Ganz höflich sagt er, Akad fararta, fararta, ya Aba Walid. Bist du fertig? Ja, Aba Walid. Der sagt Aba Walid, der sagt nicht, ja, Utba. Der sagt nicht, er Fulan, der gibt noch. Ja, aber Walid, das ist so höflich, ja, wenn man das sagt in Arabisch, die Kunya benutzt. Er sagt, ja, fasma minni, sagt, dann höre von mir. Was macht der Prophet, a.s.w. darauf, was ist seine Antwort? Hamim, tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. نسيت diese ganze Sura auf. Erstmal schätze ich, بالله من الشيطان الرجيم, sagen wir zum Beispiel Tajbid, aber habe ich vergessen, was ich am Rande gesagt habe. Auf jeden Fall, er liest diese Sura bis zur Stelle, wo er erwähnt, dass diese Leute bestraft, wie Ad und Thamud bestraft wurden. Utba ibn Rabia, der richtig Arabisch kann, ist schockiert. Er geht zurück zu seinem Volk, erzählt ihnen, ja, ich habe Wörter gehört, das ist kein Schirr, das ist keine Zauberei, und das ist keine Wahrsagerei, und ja, wir müssen etwas tun. Der ist durcheinander, der sieht, auch durch diese Entschlossenheit und durch den Koran, diese Leute kann man nicht aufhalten. Was ist der nächste Schritt? Es wird erwähnt in einigen Sira-Büchern, dass es noch andere Schritte gab, aber der nächste Schritt war was gewesen? Der nächste Schritt war gewesen, dass sie geplant haben, den Propheten a.s.w. zu töten. Erstmal nochmal ein schönes Angebot und dann, wir haben keine Chance mehr, wir können nichts mehr machen, wir müssen ihn töten. Utba ibn Rabia hat das mit nach vorne gebracht, weil er hat das nicht selber vorgeschlagen, aber durch seine Verzweiflung und durch diesen letzten Versuch sozusagen und nach diesem, es wird erzählt, dass danach auch die Geschichte mit Ya'iyu al-Kafirun kam, wo der Prophet a.s.w. sich auch auf keinen Kompromiss eingelassen hat. Es wird erzählt, dass danach die Geschichte kam mit Abu Jahl, als er dem Propheten im Gebet den Stein auf den Kopf werfen musste, wollte. Aber jetzt sammeln sie sich und sagen, wir müssen ihn töten. Wir müssen ihn töten. Und daraufhin mussten sie was machen? Sie mussten einen Weg finden, wie sie ihn töten können. Inshallah reden wir in der zweiten Khutba darüber, im zweiten Teil der Khutba. Akulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum lisal muslimin, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fürchtet Allah, liebe Geschwister im Islam, wir müssen gerade in diesem Monat die Gottesfurcht haben und uns an unsere Vorfahren erinnern. Der Prophet a.s.w., die Quraysh, vor allen Dingen unter der Führung von Abu Jahl, ja, haben geplant, den Propheten a.s.w. zu töten. Wie können sie das machen? Ihr müsst wissen, es gab damals große Stämme
Und es gab ein System bei den Kuffar, das hieß Al-Jiwar. Al-Jiwar heißt, du gehst in Jiwar von jemandem rein, das heißt, du bist in seinem Schutz. Der Prophet a.s. war im Schutz von Abu Talib. Und Abu Talib war von Banu Hashim. Und Banu Hashim ist ein großer Stamm gewesen. Und der andere große Stamm, der Konkurrenzstamm, war Banu Makhzum. Ja? Das heißt, hätten die Leute von Banu Makhzum den Propheten a.s. getötet, dann wäre es zu einem Krieg gekommen, weil die Araber, die hatten diese Ehre gehabt. Das heißt, wenn einer aus der Familie, selbst wenn sie den Islam nicht angenommen haben, sie hätten gegen sie gekämpft, weil das passt nicht, dass jemand kommt und tötet jemanden aus der Familie. Entweder Blutgeld oder Krieg. Das heißt aber, diesen Krieg wollten sie nicht eingehen. Also was haben sie gemacht? Sie sind zu Abu Talib gegangen und haben Abu Talib gesagt, er soll den Propheten alaihissalatu wassalam ausliefern. Er soll den Propheten alaihissalatu wassalam ausliefern, damit sie ihn töten können. Das muss man sich mal vorstellen. So weit ist es gekommen. Und wundert euch nicht, wenn es irgendwann auch so weit kommt. Aber wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen unseren Iman stärken. Auf jeden Fall, sie gehen zu Abu Talib und Abu Talib weigert sich. Und was macht Abu Talib sofort? Jetzt passt auf, das ist sowas von. Diese Geschichte, die kennen die wenigsten Muslime, aber die ist sowas von krass. Abu Talib, der ein Muschrik ist, der nimmt Banu Muttalib und Banu Hashim, also von Bani Abdi Manaf, diese Stämme, und geht mit denen zusammen, Muschrikun, also Ungläubige, und Muslime, raus aus Mekka in ein Tal. Also die verlassen ihre Häuser und gehen in ein Tal, wo ein Eingang, wo praktisch sozusagen ein Eingang ist zu dem Tal, wo man den Propheten a.s. zum Gut schützen kann. Das heißt, die Muschrikun, um den Propheten zu schützen. Und jetzt, was schützen sie an den Propheten? Sie schützen an den Propheten a.s., dass er weiter. Sie können ja auch zu ihm sagen: Ja, hör doch auf damit. Lass es doch sein. Bete deinen Gott an und sei ganz ruhig und leise, dann haben wir auch keine Probleme. So würden die meisten Muslime heute reagieren. Ach, wenn heute nur jemand kommt und sagt, hör mal zu, lasse den und den nicht bei dir in der Moschee predigen, weil der sagt, dass die Christen Kuffar sind und der sagt, dass der Islam die wahre Religion ist und der sagt, dass die Scharia die beste Gesetzgebung ist, ach, sofort sagen alle, ja, nee, okay, alles klar, wir geben auf. Töten? Diese Leute, ach, waren Muschrikun, die sind mit dem Propheten, alaihissalatu wassalam, rausgegangen aus Mekka, haben ihre Häuser verlassen, um den Propheten, um die Botschaft indirekt zu schützen. Weil das war ihre Ehre. Wo ist die Ehre der Muslime? Wo ist die Ehre der Muslime? Die Muschrikun, die meisten davon waren Muschrikun. Waren Götzendiener. Aber die haben gesagt, der ist von unserer Familie, das ist das nicht so. Wir gehen mit rein. Du, so. Was ist dann passiert? Dann haben die Quraysh sich gesammelt. Die anderen von Banu Makhzum und andere Stämme und haben einen Boykottvertrag geschrieben. Dass keiner mit denen redet, dass keiner mit denen handelt und dass keiner sie mit ihnen heiratet. Mit den Leuten von Banu Muttalib und Banu Makhzum, die sich in diesem Tal sozusagen, in diesem Gebiet, etwas außerhalb von Mekka, gesammelt haben. Dann kam es zu, wann hat das angefangen? Jetzt guck mal. Wir haben eben gesagt, wann hat Umar al-Khattab den Islam angenommen? Dhul-Hijjah vom 6. Jahr. Was ist der Monat nach Dhul-Hijjah? Muharram. Das hat angefangen, Anfang Muharram gab es schon den Vertrag. Das heißt, was heißt das? Das heißt, die Reaktion auf den Fortschritt der Dawa, die kommt sofort. Und das wird auch heute so sein. Macht euch keine Sorgen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir haben jemanden, der auf unserer Seite ist. Allah. Und Allah sagt, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Unsere Soldaten werden siegreich sein. Auf jeden Fall, es geht weiter. Jetzt kommt es zu diesem Boykott und die Quraysh, immer wenn Ware nach Mekka reinkommt, das ist ja eine Wüste. Da ist ja nicht für Landwirtschaft gedacht. Die sind ja abhängig von den Pilgern, die kommen, von Leuten, die Handel führen und so weiter, kaufen sie sofort alles auf, sodass die Leute von Banu Hashim und Banu Muttalib nicht zu essen, nicht zu trinken haben. Oder so gut wie nichts, sonst wären sie alle gestorben. So. Was machen die Leute von Banu Hashim? Die bleiben 3 Jahre
Drei Jahre verlassen ihre Häuser, die Mushrikun. Drei Jahre verlassen ihre Häuser und haben nichts zu essen, nichts zu trinken, außer Regenwasser, was die sammeln. Und wenn manchmal Leute etwas reinschmuggeln und essen, Blätter von den Bäumen und Häute von Tieren. Sogar die Mushrikun stehen neben dem Propheten von Banu Hashim und sagen, nee, wir geben den nicht auf. Wie lange hat das gedauert? Vom Muharram, Anfang Muharram, vom 7. Jahr bis Anfang Muharram vom 10. Jahr. Wenn du in die Sira-Bücher gehst, findest du so gut wie keine einzige Überlieferung aus dieser Zeit. Das heißt, was der Prophet gesagt hat, was der Prophet gemacht hat. Außer, dass er was gemacht hat? Dass er in den Monaten der Pilgerfahrt, die verbotenen Monate, wo keiner getötet werden darf, zu den Pilgerzelten gegangen ist und Dawa gemacht hat. Der hat trotzdem die Dawa nicht aufgegeben, obwohl sie ihn töten wollten, Leute. Achi, heute erzählen Leute, ja lass lieber sein, versteck dich irgendwo, ansonsten, Achi, könnte es sein, dass du 50 Euro weniger verdienst im Monat, Achi. Achi, der hat trotzdem weitergemacht. Und die haben trotzdem mit ihm weiter. Und du siehst keine einzige Überlieferung in drei Jahren, wo ein Muschrik hingeht zum Propheten, und sagt, guck mal, was du uns für Probleme gebracht hast. Guck mal hier, jetzt, guck mal, wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, unsere Kinder sind am Schreien vor Hunger, Durst. Ja, guck mal, was du uns für Probleme gebracht hast. Mensch, lass die doch in Ruhe, die Götzen. Lass die doch in Ruhe, die Götzen. Mach doch einfach, bete einfach deinen Gott an, treff dich in Dal Arkam, ja, geheim, rede ein bisschen mit den Leuten, und aber geh doch nicht raus und sage hier, eure Götzen sind falsch, der Islam ist die Wahrheit, Kulu la ila illallah tuflihu, sagt es mit keinem Gott außer Allah. Und du findest keine einzige Überlieferung in diesen drei Jahren von den Mushrikun. Achi, heutzutage, sobald die Medien vor der Tür stehen, fangen alle an zu schwitzen und sagen, hey, guck mal, hast du uns vorbei. Nee, mit dem haben wir nichts zu tun. Hier, geh, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Sobald die Polizei kommt, nee, wir wollen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Beobachtet! Beobachtet. Ne? Wir reden vom Beobachten. Wir reden nicht von Boykott, nichts zu essen, nichts zu trinken, drei Jahre. Muslime! Bruder, die Mushrikun hatten mehr Ehre gehabt. Bruder, die Mushrikun hatten mehr Ehre gehabt in Mekka als viele Muslime heutzutage. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Das musst du dir mal vorstellen. Achi, was ist dann am Ende passiert? Wisst ihr, was am Ende passiert ist? Da war ein Mann, der hat abends immer Essen geheim dort reingebracht. Der hieß Hisham ibn Amr. Dieser Hisham ibn Amr, der wollte etwas tun. Guck mal, ein Mann will aufnehmen. Was ist der? Der ist ein Muschrik. Der sagt sich, guck mal, wie die leiden, die Kinder sind am Schreien, die haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken und so weiter und so fort. Dann ist dieser Hisham ibn Amr, hat der Verbündete gesucht. Okay, ich bin einer, aber vielleicht morgen sind wir mehr. So müsst ihr auch denken. Heute sind wir wenig, morgen vielleicht mehr. Wir können von Mushrikun lernen, von der damaligen Zeit. Er geht dann hin zu einer Person, die heißt Zuhair ibn Abi Umayyah. Und Zuhair ibn Abi Umayyah ist mütterlicherseits verwandt mit dem Propheten, a.s.w. Das heißt, seine Mutter, Atika, ist die Schwester von Abdullah, die Mutter von vom Propheten, a.s.w. Und dieser Hisham ibn Amr, der geht dorthin und sagt, ja, guck mal, du isst und trinkst und du vergnügst dich mit Frauen und Wein. Und was ist mit deinen Cousins? Guck mal, das ist alles nur wegen Abu Jahl. Aber wenn das Abu Jahl seine Cousins und Cousinen wären, dann würde er das nicht zulassen. Das ist übrigens heute genau dasselbe. Ja? Amerika macht Boykott gegen irgendein islamisches Land, dann sagen alle, ja, okay, alles klar, wir sind mit dabei, kein Problem. Aber die würden niemals einen Boykott machen gegen ihre eigenen Cousins, gegen Israel beispielsweise, obwohl die viel mehr gemacht haben. Ganz klar, ja, ganz klar. Achi, ich sage dir, es spiegelt sich so wider, ne? Genau dasselbe. So, was macht dieser Hisham ibn Amr? Er trifft also diesen Zuhair. Und dieser Zuhair sagt, ja, aber was soll ich machen? Ich bin eine Person. Da sagt er, ja, du hast noch einen, wir sind jetzt zwei. Ja, okay, dann lass uns nach noch einem suchen. Da suchen sie den dritten. Da gehen sie zu Al-Mutim ibn Adi. Al-Mutim ibn Adi, ja, das war derjenige, der den Propheten nach dem Tod von Abu Talib in Jiwar genommen hat. Von Banu Naufel. Ja, der war auch ein Führer dort gewesen. Und der war jemand gewesen, und jetzt guck mal diese Geschichte, der dem Propheten geholfen hat, a.s.w. Und bei der Reswatu von Badr, wie viel Gefangene hat der Prophet genommen? 70 Stück.
Und da hat der Prophet gesagt, wenn Al-Mutib ibn Adi leben würde, und er ist als Muschrik gestorben, und er würde mich darum bitten, diese Gefangenen freizulassen, so würde ich sie freilassen. Was zeigt uns das? Erstens zeigt uns das, nicht alle Kuffar sind gleich. Das muss man auch verstehen. Eben wenn ich Verse erwähne, wir nehmen nicht nur einen Vers vom Koran, wir nehmen alle Verse. Nicht alle sind gleich. Es gibt Leute, die uns gut behandeln, wer uns gut behandelt, wir behandeln ihn auch gut. Und sogar derjenige, der uns schlecht behandelt, können wir gut behandeln, um ihn für uns zu gewinnen. Da gibt es auch Hadithe drüber. Ja, okay. Aber im Allgemeinen, man lässt sich auch nicht alles gefallen. Aber auf jeden Fall, um weiterzugehen im Text. Dieser Mutter, die sagt, ja, was soll ich machen? Ich bin eine Person. Sagt er, ja, hier ist noch Suher und auch ich bin. Also wir sind schon drei. Ja, okay, lass uns den Nächsten suchen. Dann haben sie als Nächstes Sum'a ibn al-Aswad gesucht. Und dann, das war wieder dieselbe Geschichte. Und dann al-Bakhtari ibn Hisham. Das waren also fünf Leute. Die haben dann ausgemacht, wir gehen, wenn die Quraysh versammelt sind an der Kaaba, gehen wir dorthin, die Führer. Und dann stehen wir auf. Nächsten Tag haben sie es gemacht. Suher hat gesagt, ich werde anfangen. Und plötzlich steht er auf, sagt er, hier, was ist das hier für ein Vertrag? Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Steht auf gegen Ungerechtigkeit. Ne? Festhalte. Und sagt, ich werde nicht eher sitzen, bis diese Hatta tushaqqa hadi sahifa al-qati al-zalima. Ich werde nicht eher sitzen, bis diese Sahifa, ja, diese Boykott-Sahifa, dieser Vertrag gebrochen ist. Und der hang in der Kaaba. Die haben in die Kaaba reingehangen. Dann steht, und dann sagt Abu Jahl, kathabt, wallahi la tushaq. Du lügst, wallahi, das wird nicht gebrochen. Dann steht der Nächste auf. Ja? Dann steht der Nächste auf, Sum'a ibn al-Aswad. Und sagt, nee, bal anta akthab, du bist der größte Lügner. Wir waren nicht zufrieden mit dem, was dort geschrieben worden ist. Und dann geht das hin und her, und dann steht der Nächste auf, und dann steht der Nächste auf, und dann steht der Nächste auf. Also die haben sich an verschiedenen Stellen gesetzt und fingen an zu rufen, bis die unsicher geworden sind. Circa zur selben Zeit, aber diese Überlieferung ist nach Sira-Methoden, sicher nicht nach der Methode von Muhaddithun, hat der Prophet a.s. dem Abu Talib gesagt, also durch diese Aktion ist diese Sahifa gebrochen worden. Und zur selben Zeit, ja, das wird in einer Überlieferung in der Sira überliefert, hat der Prophet zu Abu Talib gesagt, dass Würmer, beziehungsweise manche sagen Termiten, diese Sahifa in der Kaaba gefressen haben, außer Bismika Allahumma, im Namen von dir, O Allah. Also alles gefressen, diesen ganzen Vertrag in der Kaaba, bis auf diese Worte von Allahs. Und jetzt kommt Abu Talib, ja, nach dieser Überlieferung, und sagt zu den Quraysh, hier, mein Neffe hat mir gesagt, dass diese Sahifa gefressen worden ist von den Würmern, beziehungsweise Termiten, ja, aber Würmer, so wie ich das verstanden habe, nach den meisten Überlieferungen, das spielt ja auch keine Rolle. Und, wenn er Recht hat, dann brecht diesen Vertrag. Und wenn er Unrecht hat, ich liefere ihn aus. Was sieht man hier? Abu Talib, obwohl er den Islam nicht angenommen hat, er wusste, der Prophet, a.s., spricht die Wahrheit. Und dann, was ist passiert? Sie gehen rein in die Kaaba und es ist, die Würmer haben diesen Vertrag gefressen, bis auf Bismika Allahumma. Liebe Schwester im Islam, diese Leute, das war einer, durch diesen einen sind es fünf geworden und die sind aufgestanden. Du kannst nur etwas verändern, wenn du aufstehst. Und das zeigt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Er sagt dir, Ayyul Mudathir, kum fa'anzir. Oh, du Eingehüllter, der war eingehüllt, der Prophet. Steh auf und warne. Deswegen lasst uns aufstehen. Lasst uns heute aufstehen. Lasst uns heute gucken und überlegen, was können wir für die Religion machen. Was können wir tun? Wie können wir etwas bringen? Und das ist wichtig. Jazakumullahu khairan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa akhthul ash-shirk wal mushrikin wa dammi' adaa'aka adaa'a ad-din. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rashada. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين أقم الصلاة